Ich heiße Sven Moran. Ich bin Chief Creative Officer bei Wundermann Thompson. Das ist die Agentur, die bis letztes Jahr noch Advico, Weiner, Extra, FutureCom und All Access war. Ja, ist etwas kompliziert, aber ich erzähle nachher noch ein bisschen etwas dazu. Ich bin im Schwarzwald groß geworden. Habe immer schon eine Affinität zu der Schweiz gehabt mit Schocki, aber ich sehe gerade, ich habe die falsche Marke gehabt. Die ist nicht aus der Schweiz. Ich hätte es noch retuschieren sollen. Investieren. Als Rachel mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mal bei Creative Mornings zu sprechen, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Dann hat sie gesagt, Thema wäre Investment. Nicht so meine Kernkompetenz, um ehrlich zu sein. Dann habe ich mal so überlegt, wie ich jetzt den Vortrag aufbaue für heute Morgen. Und also, so, in was habe ich denn in meinem Leben schon investiert? Das Erste, was ich gesagt habe, war eine Schnapsidee. Ich bin im Schwarzwald groß geworden, da ist nicht viel los gewesen. Wir sind irgendwann mal in einer Schnapslaune, meine Kollegen und ich, haben gefunden, wir müssen hier was machen, dass es ein bisschen mehr Leben reinkommt. Wir machen unsere eigenen Partys, wir veranstalten Techno-Partys auf dem Dorf. Wir haben es dann auch gemacht. Das hat witzigerweise sehr gut funktioniert. Wir sind dann lustigerweise vom Dorf in die Stadt und haben irgendwann in Basel und in Zürich Technopartys veranstaltet. Jetzt bin ich zu alt dazu. Ich habe aber dann noch eine zweite Schnapsidee gehabt und das war Schnaps. Ich glaube, da haben wir auch Rachel kennengelernt, gell? Über den Ecke, über die Schnaps-Ecke, witzigerweise. Ich war mal eine Zeit lang Generalimporteur von dem Crystal Head Wodka in der Schweiz. Also wir haben ein ganzes Vertriebssystem aufgebaut in der Schweiz, haben den verkauft. Kennen den vielleicht auch, schmeckt sehr gut. Ich mache jetzt Werbung dafür, ich verdiene nichts mehr dran. Also ihr dürft den kaufen, ist wirklich ein sehr guter Schnaps. Aber mein eigentlicher Job, habe ich vergessen. Das war das erste Mal, dass ich einen Hollywood-Star kennengelernt habe, weil der Crystal Head Wodka gehört dem Dan Aykroyd. Ihr kennt den vielleicht, das ist der, der Ghostbusters und Blues Brothers gemacht hat. Der war dann nochmal da in Zürich. Das waren die anstrengendsten 3 Tage, die wir je hatten. Wir haben den müssen hosten und das ist wirklich mit Limousinen und Bodyguards und solche Sachen ein Riesentheater. Aber ich hatte dann mal Glück, wenn ich gesagt habe, über das kann ich nicht wirklich lang reden. Was sagt denn der Dude? Dude sagt, investieren ist Kapital langfristig in Sachwerten anlegen. Das hat mir schon mal weitergeholfen als Übergang zu dem, was ich dann nachher sage. Und zwar, die erste Investition, die mir eingefallen ist, war eine KitchenAid, die ich meiner Mutter geschenkt habe. Return of Investment ist grossartig. Ihr seht dort den Nusskuchen, der dort am Buffet steht, 2 Stück. Ein paar von euch haben schon welche probiert. Das ist von meiner Mama. Lasst ihn euch schmecken. Es sind Nüsse drin, wer gegen Nüsse allergisch ist. Aber ja, kann man auch nicht lange drüber reden. Und ist vielleicht auch nicht ein Kochkurs, sondern es geht eher um Kreativität. Also, Thema investieren in Kreativität. Und da gab es für mich einen Schlüsselmoment, wo ich mich das erste Mal intensiv, nachdem ich mich primär mit Wodka und Technopartys beschäftigt habe, darüber nachgedacht habe, wie kann man in Kreativität investieren. Und das war am 7.7.2017. Ihr kennt vielleicht den Matthias Ackeret. Oh, Entschuldigung. Ihr kennt wahrscheinlich den Matthias Ackeret, den Herausgeber und Eigentümer von Persönlichheft. Da war die Headline «Ein tektonisches Beben». Für die Werbebranche ist es ein tektonisches Beben der Stärke 9. Andreas Widmer verlässt die Weiner Group. Neben dem CEO und Verwaltungsratspräsidenten scheiden zusätzlich die beiden Kadermänner Klaus Bornhold und Bruno Rombaldi aus. Wenige Tage vorher war bereits Kreativchef und CCO Markus Gut seinen Wechsel als CEO und Mitinhaber der Brandingagentur Process bekannt gegeben. Die Weiner Group, und dazu braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten, ist führungslos. Ich habe mich dann ein bisschen so gefühlt. zwei waren übrig, der CFO und ich als CCO. Der CFO war gerade mal 3 Monate in der Branche. Das war ein bisschen ein Schock natürlich. Also wir haben auch den Übergang von Markus Gut, wo CCO war, zu mir ist noch relativ sanft vonstatten gegangen und von langer Hand geplant. Aber dass dann quasi der Rest von der Geschäftsleitung auch noch weggegangen ist, hat mich in einen leichten Zustand der Panik versetzt, das vielleicht nachvollziehbar war. Ich habe dann
in meiner Panik mit meinem Mentor, das ist ein ehemaliger Chef von mir, der ist mittlerweile bei Microsoft in Seattle, hat den auch gesagt, was soll ich machen? Und er hat gesagt, guck, du musst einfach einen Perspektivwechsel machen. Sehe es so, du hast jetzt einfach mal ein weißes Blatt. Du einfach, fangst von vorne an, ihr könnt euch, na, ganz nicht ein weißes Blatt, aber versuch, sehe es als Chance, sehe es als Möglichkeit, Sachen neu zu machen. Weil verlieren kannst du eh nicht, weil jetzt, wir sind eh schon quasi... Also, wir sind ja eh schon am Sinken. Also, mach was du willst. Es stimmt natürlich nicht, das Blatt war nicht ganz weiß, weil wir haben eine gewisse, ihr seht schon, das Erdbeben hat seine Spuren hinterlassen. Wir haben natürlich eine Ausgangssituation gehabt. Wir haben 5 Agenturen gehabt, die eigentlich in einem Haus gewesen sind und eigentlich auch eine Agentur waren, aber das war nach außen nicht sichtbar. Wir haben die verschiedenen Brands geführt, Futurecom, Wundermann, All Access, Jessica ist noch, hallo, Futurecom-Mitarbeiterin gesehen, Y&R Group, so ist es, war ein rechtes Durcheinander. Das heißt, das Erste, was eigentlich mal hätte passieren müssen, ist, dass man das aufräumt, abmontiert alles und eine Marke schafft, ein Bild nach außen, das uns auch repräsentiert. Und das war dann Wundermann Thompson. Warum da jetzt noch Thompson dabei ist, international, WPP, ich erzähle es lieber nicht. Wir sind dann Wundermann Thompson geworden. Wir haben uns dann überlegt, für was wären wir stehen? Und dann haben gesagt, we unite creativity, strategy, data and technology to inspire growth. Das ist so unsere, mit dem gehen wir nach außen an den Markt, für das wären wir stehen. Als Chief Creative Officer habe ich mich dann schon ein bisschen für den Part Creativity verantwortlich gefühlt. Muss natürlich auch sagen, der Claudio und ich, also der CFO und ich, waren dann nicht mehr leid. Es hätte sich dann mehr ein Leitungsteam gehabt, also eine erweiterte Geschäftsleitung, wo das dann alles mittragen hat, wo dann auch die Sachen, die weggefallen sind, auf verschiedene Schultern verteilt worden sind. Wir haben dann sukzessive eine neue Geschäftsleitung von intern wieder aufgebaut. Also ist alles wieder gut, wir sind jetzt wieder gut aufgestellt. Titanic ist nicht gesunken bis jetzt, kann ich noch kommen. Was braucht es für Kreativität? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir finden, ist das Arbeitsklima. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in einer Stresssituation seid, genervt sind oder ungern neuem sind, das läuft dann nicht so richtig, oder? Man kommt nicht in die Gänge, es passiert nicht wirklich was Gutes. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir das Arbeitsklima verbessern? Da gibt es zum einen Hard Facts. Was natürlich immer funktioniert, sind Ferien. Das heißt, eins von Ersten, was wir gemacht haben, ist mehr Ferien für alle. Das hat die Stimmung auf der Titanic massiv verbessert. Was natürlich auch noch was ein ganz wichtiger Punkt ist, sind flexible Arbeitszeiten. Also wir haben in der Agentur wirklich ein Modell, wo die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen von 9 bis 6 Uhr anwesend sein, sondern sie können sich die Arbeitszeit so einteilen, wie es für sie am besten stimmt. Teilzeit ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Viele bei uns schaffen Teilzeit. Jessica, du schaffst 100%? 90. 90? Ach, das war perfekt einstudiert. Wir haben viele, die 60% schaffen, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Homeoffice ist auch eine Möglichkeit, dass die Leute von daheim aus schaffen können. Wir bieten Sabbaticals an, wo die Leute wirklich nach gewisser Zeit natürlich nicht 3 Monate da sind und dann 3 Monate weg sind. Aber wenn sie eine gewisse Zeit bei uns waren, können sie Sabbaticals nehmen. Wir haben eine Kantine, die haben wir schon immer gehabt, das ist nichts Neues. Das ist aber sehr außergewöhnlich, das ist super. Die Leute gehen 10 Minuten essen in die Kantine und arbeiten dann weiter. Wir haben ein Fitnessstudio, ich bin jede Woche drin, wenn ich Kunden oder Bewerber rumführe. Ich habe noch nicht einmal dort trainiert, wirklich nicht. Sollte vielleicht mal. Freitags haben wir Massage. Kommt eine Masseurin, wo man sich mit Anmeldung massieren lassen kann. War ich auch noch nie. Ganz neu haben wir eine Kooperation mit Tada. Ihr kennt das vielleicht. Das ist ein Coworking Space, wo auch eine integrierte Kinderbetreuung hat. Das heißt, wenn wir einen Notfall haben und wir haben nicht viele Notfälle, aber wir haben ganz, ganz viele Ältere. Das hängt wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Thematiken vorne zusammen. Wir haben ganz, ganz viele Ältere und wir haben immer mal die Situation, dass
dass du eigentlich arbeiten gehen kannst, aber deine Betreuung fällt aus. Und da ist eigentlich die Idee, dass du in so einem Moment quasi zu Tada gehen kannst, du kannst dein Kind abgeben, das ist gut betreut, und kannst im gleichen Haus arbeiten gehen. Also für einen eigenen Kindergarten hat es nicht gelenkt, aber man hat einen Notfall-Backup. Und wir haben natürlich Kuchen. Auch da wird das Return of Investment von der KitchenAid. Wenn die Stimmung am Kippen ist oder es eine Belohnung braucht bei der Agentur, kann ich immer mal meine Mutter fragen, ob sie einen Kuchen macht. Das hilft. Wir haben aber auch Soft Facts, wo wir definiert haben, wo wir sagen, die sind wichtig, um ein kreatives Klima zu schaffen. Das erste ist Mut. Wir wollen fördern, dass die Leute sich trauen, etwas zu machen, wo man vielleicht auch mal auf die Nase fällt damit. Ich kann ein gutes und ein schlechtes Beispiel nennen. Wir haben UPC, wo im Moment ja nicht gerade die beste Presse hat, letztes Jahr als neue Kunde gewonnen. Sie haben uns ein Briefing gegeben, wo sie gesagt haben, wir sind super energetic und wir helfen den Leuten und wir mit uns da kannst du. Und wir haben dann gesagt, ja, eigentlich als Telekommunikationsanbieter ist entweder du kriegst Eier angeschmeißt oder man hört nichts von dir. Also dieser Enthusiasmus, den man vielleicht für einen BMW, ich sehe da raus gerade, ja, ein BMW, so der Enthusiasmus, den man von einem Auto entwickeln kann oder für ein iPhone, der Telekom-Anbieter macht das nicht. Das ist einfach eine Autobahn, wenn die ein Schlagloch hat, ist scheiße, aber wenn ich, Entschuldigung, Wortwahl, aber wenn ich drüber fahren kann, dann hören die nichts von mir. Und das ist eine Einsicht für sie, wo sie gesagt haben, oh, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Also du kannst als Telekommunikationsanbieter kannst du nicht irgendwie Begeisterung auslösen. Du musst einfach funktionieren. Haben sie super gefunden. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, wo wir auch sehr mutig reingegangen sind und auch quasi das Briefing auf den Kopf gestellt haben. Und die haben gefunden, sind ja eigentlich wahnsinnig. Ich darf jetzt nicht sagen, weil wir haben es nicht gewonnen, dummerweise, deswegen darf ich jetzt nicht sagen, um wen es sich handelt. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir eigentlich recht haben mit dieser Ansicht und auch mutig sind, so reinzugehen. Weil der Marketingleiter ist jetzt, der ist sehr in Bedrängnis gekommen, wegen dem, was wir präsentiert haben. Die ganze strategische Vorarbeit, die sie geleistet haben, mir vorgestellt. Und das Gremium hat eigentlich unsere Argumentationsliste recht stark befolgt und er hat es dann aber durchgesetzt, dass es nicht gemacht wird. Findet uns jetzt nicht mehr so cool, er ist recht in Bedrängnis gekommen. Zuhören ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das unterschätzt man. Wir haben auch im Netzwerk ihr meint jetzt mir zuhören, Entschuldigung. Wir haben Workshops zu dem Thema, wie man richtig zuhören kann. Wir versuchen das auch innerhalb von der Agentur zu leben, dass wir unseren Leuten zuhören, dass wir uns untereinander zuhören, über all die verschiedenen Departments, die wir haben, hinweg. Aber auch gegenüber Kunden. Das ist auch etwas, was wir jetzt in der Zwischenzeit gehört haben, auch bei Pitches, dass wir gesagt haben, ihr habt uns verstanden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man den Leuten zuhört, um sie zu verstehen und nicht einfach nur die Briefings durchgeht. Und wir sitzen in einem Boot, das ist ganz wichtig. Schuldzuweisungen, wenn etwas nicht klappt, so wie jetzt der Pitch, der verloren gegangen ist. Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wir so reingehen und deshalb müssen wir auch gemeinsam büßen und gemeinsam feiern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der letzte ist Positivität. Es ist einfach extrem schön, wenn du neu hinkommst zum Arbeiten, wo eine positive Stimmung ist. Klar, es gibt auch mal Ärger, es gibt mal Reiberei, das ist ganz klar, aber es sollte eine positive Grundstimmung sein, dass man gerne arbeiten kann und die Leute dementsprechend auch motiviert sind. Das hört sich jetzt alles an, als wäre bei uns so ein kleiner Ponyhof. Das heißt, wir müssen uns überlegen, irgendwie brauchen wir jetzt noch irgendwas, wo in eine andere Richtung geht. Dann haben wir über die richtige Arbeitsweise nachgedacht. Was gibt es da für Modelle? Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ihr habt es vorher gesehen, wir werden die Agentur sein, wo Data, Technology, Creativity und Strategy zusammenbringt. Wir haben das auch alles im Haus. Wir haben Agenturen gehabt, wie Futurecom, wo sehr, sehr digital Expertise gehabt. Wir haben mit Advico und Weiner eine Werbeagentur gehabt. Wir haben eine Eventagentur gehabt. Wir haben eine Strategieabteilung. Die haben aber alle für sich geschafft und waren auch in Silos. Schon länger her. Wir haben versucht, dann das immer mehr zu einer Agentur zu machen. Und haben dann ein Modell entwickelt, das heißt Collision. Jetzt prallen ein paar Sachen aufeinander, das ist nicht mehr so kuschelig.
die Idee dahinter bei Collision ist einfach auch, wenn man Materie, Teilchen anschaut, Teilchenphysik, jetzt hänge ich mich ein wenig weit aus dem Fenster raus, wenn die kollidieren, entsteht Neues, entsteht Energie. Das haben wir ein gutes Bild gefunden für das, was wir mit Collision meinen. Collision ist eine Arbeitsweise, wo man eigentlich mehr ist als eine Arbeitsweise. Es ist zum Beispiel auch eine Sitzordnung. Wir haben bei uns in der Agentur nicht ein Stock ist Kreation, ein Stock ist Programmierer, ein Stock ist Beratung, ein Stock ist Strategie. Doch, die sind immer noch separat voneinander, in denen müssen wir noch arbeiten. Aber wir sind eigentlich durchmischt in Inseln. Das heißt, wir haben in jedem Ecke, wir haben zwei Stockwerke, wir sind insgesamt 110 Leute und die Leute sind untereinander durchmischt. Das ist schon mal eine spannende Art und Weise, zusammenzuarbeiten, weil dann nicht nur Texter und Art-Direktoren immer aufeinander hocken und die Digitalberater sind im anderen Ecke, die UX-Leute sind neu im anderen, wir haben das recht gut durchmischt. Das hat auch seine Nachteile, wir müssen jetzt manchmal wieder ein wenig zurückmischen, weil sich manche Leute verloren vorkommen. Aber das ist schon die Arbeitsweise, wo die Sitzordnung, die schon sehr, sehr spannend ist. Ist aber nicht nur die Sitzordnung. Bei größeren Projekten und nur noch bei größeren Projekten, haben wir das mal eine Zeit lang, haben wir gesagt, wir müssen überall Collision-Arbeitsmodell machen, haben wir gemerkt, das ist sau teuer, weil manchmal braucht es einfach keinen Technology-Spezialist oder einen Strategy-Spezialist. Wir haben eigentlich bei jedem Briefing, das wir kriegen vom Kunden, geht es nicht so traditionell vom Kunden in Beratung, von der Beratung in Strategie, von der Strategie in Kreation, dann arbeiten die drei Wochen im stillen Kämmerle dran, kommen mit einer Idee, der Kunde findet es nicht so gut, sondern wir versuchen bei größeren Projekten von Anfang an ein Core-Team zu erstellen aus Strategie, Data Science, Technology, Client Service und Creative. Und die sich schon von Anfang an zusammen mit dem Briefing beschäftigen, dass nicht am Schluss etwas rauskommt und wir sagen, wir machen eine kreative App und Tech sagt, oh, das geht gar nicht, das kann man so nicht umsetzen. Wir verlieren dort damit die Leerläufe, die man oft hat in Projekten. Aber eben, es lohnt sich nur ab einer gewissen Größe so fortzufahren, weil wenn wir einfach eine Anzeige machen, für 20 Minuten brauche ich nicht Technology und Data Strategy. Ihr seht, wir arbeiten noch ein wenig an dem Prozess, wie der genau läuft. Deswegen ist es noch ein wenig so von Hand reingeschrieben. Aber wir haben wie die Phase unterteilt, in denen wir mit dem Core-Team eigentlich einen Brief schaffen, dann eine Inspirationsphase haben, das Briefing reframen, also schaut ganz bewusst, hat der Kunde recht mit dem, was er uns sagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann entwickeln wir Konzepte, Präsentation, passen sie an und dann entwickeln wir das finale Konzept. Und da sind noch ein paar Korrekturen, wo Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Wir arbeiten in Warrooms, das ist ein super, super realistisches Bild. Ich habe gedacht, das sieht überhaupt nicht gestellt aus. Jessica, bist du das? Nicht? Ja, nicht. So sieht es eigentlich nicht aus. Wir haben Warrooms. Also jedes Projekt bei uns, jedes größere Projekt, muss man sagen, kriegt einen dedizierten Raum, wo wir drin arbeiten. Wir haben genug Platz, glücklicherweise, dass jeder größere Kunde einen Warroom hat. Dort arbeiten die Teams, die Core-Teams in den Warrooms. Am Anfang hängen dort meistens nur 4-5 Post-its. Wir holen auch die Kunden sehr früh in den Warroom rein. Manchmal hängen da wirklich nur 5 Post-its mit Gedanken. Auch da wieder, um Leerläufe zu vermeiden, wenn wir irgendeinen Gedanken haben, wo der Kunde eigentlich nicht gut findet, brauchen wir die nicht ausarbeiten und eine riesige Präsentation daraus machen, sondern wir fangen relativ früh an, schon den Kunden zu involvieren und schaffen dann alles in dem Warroom aus. Das heißt, es ist wie so eine 360-Grad-Darstellung von einer Kampagne oder von einer Website oder von was auch immer wir machen. Wir versuchen die Warrooms auch ein wenig lebendig zu machen. Wir haben einen Stil für Kettensägen-Pitch. Da hat ein Mitarbeiter von uns eine Bank aus einem Baum, also der ist Förster übrigens, also vorher in seinem vorigen Leben ist er Förster gewesen, einen Baum gefällt und daraus eine Bank gebaut und die in den Warroom reingestellt, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie auch der Kunde tickt. So viel zum Arbeitsmodell und wie wir arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch Inspiration. Ich meine, das ist ein ganz oft verwendeter Begriff, vor allem in unserem Kontext, wo wir sind, wenn man kreativ sein soll und will. Auch da haben wir überlegt, wie wir den Collision-Gedanke von einem Zusammenschaffen über alle Departments hinweg umsetzen können. Und wir haben intern einen Austausch gefördert. Wir machen eine Serie, die heißt Double Dip. Man sieht es da. Wo
Leute aus verschiedenen Bereichen Projekte vorstellen für alle nicht. Weil das war wirklich ein Problem, dass bei uns die einen haben etwas gemacht und die anderen haben nicht einmal gewusst, dass sie das können oder dass wir das können. Und das ist ein bisschen ein Problem, wenn man eine gewisse Größe hat, dass so das Gefühl füreinander fällt. Wir machen auch Keynotes von Leuten, die einfach eine Ahnung haben von etwas. Einer bei uns macht TikTok, der hat das präsentiert. Sehr spannend. Wir machen aber auch sogenannte Experimente. Wir laden immer mal Leute ein, wo wir nicht genau wissen, was da am Schluss rauskommt. Das sind dann so ein bisschen so Wundertüte, die eigentlich nicht erwartet werden bei uns in unserem Umfeld. Wir haben das vor kurzem mal gehabt. Ich darf nicht, weil es war so schräg. Die Agentur hat 4 Tage darüber geredet. Und nicht gut. Aber das hat die so wahnsinnig beschäftigt. Die haben Research gemacht. Ich sage jetzt bewusst nicht, es wäre unfair, wenn ich sage, ich lade dir den oder sie auch ein. Das hat die so beschäftigt, die sind aber von dort auf andere Sachen gekommen, weil sie das alles nochmal nachverfolgt haben und herausfinden wollen, ob der wirklich recht hat oder sie. Und wir machen Studien. Das sind sehr wissenschaftliche Geschichten, Media Use Index, Future Shopper Report, alles Sachen, die uns auch Inspiration geben, die einfach dann Hard Facts sind. Wir machen auch einen externen Austausch. Das ist unsere Agentur, ein Town Hall Meeting. Wir haben letztes Jahr ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, Weiterbildung statt Awards. Ihr kennt das alle, das ist für große Agenturen immer ein riesiges Thema. Machen wir bei Awardshows mit, sparen wir uns das Geld. Awardshows sind aber wichtig, weil sie zeigen, dass wir auf einem gewissen Niveau mitspielen können. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir machen Weiterbildung statt Awards. Das heißt, wir haben das Geld nicht gespart. Und das sind rechte Summen eigentlich noch, die da zusammenkommen. Sondern wir haben gesagt, wir schicken unsere Mitarbeiter raus in die ganze Welt an spannende Festivals und Messen, wo sie inspiriert werden können. Und gerade jetzt, wenn man so sieht, Us by Night, das ist in Antwerpen. Das ist ein sehr kreativ lastiger, also sehr viel mit Design, sehr viel mit Kreativität in dem Kontext, wie wir sind. Aber wir haben dort jetzt nicht die Kreativabteilung hingeschickt, sondern haben auch wieder Teams zusammengesetzt aus Strategie, aus Beratung, aus Technologie und aus Kreationen haben sie dann zusammen dort angeschickt. Das gleiche mit dem Web Summit in Lissabon, das ist übrigens das Bild vom Web, das steht auch dort. Gut. Web Summit ist sehr digital, das heißt, wir haben aber auch dort dann wirklich Grafiker angeschickt, Texter angeschickt, Strategen angeschickt und das haben wir gemacht mit insgesamt 5 Festivals, DNAD, Web Summit, Future Festival in Berlin, Garda Festival in Stockholm und Us by Night in Antwerpen. Die sind zurückgekommen, die Teams dann und, da ist Jessica. Da bist du. Sorry, du musst heute immer wieder. Die sind dann zurückgekommen und haben dann aber auch für die ganze Agentur Vorträge gemacht, was sie dort erlebt haben. Ein Takeout war, dass alle Keynote-Speaker Kinderfotos von sich am Anfang gezeigt haben. Wahrscheinlich, weil sie alle als Kind einfach noch besser ausgesehen haben, wie nachher dann. Das hat sehr viel frischen Wind bei uns in der Agentur reingebracht, sehr viel Außenperspektive auch. Und hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich unser Hirn, unser gefüttert. Aber das ist immer noch so der brave, liebe Gremlin. Und eigentlich haben wir lieber als kreative den Gremlin. Also der Verrückte in uns, der ein bisschen über das Ziel rausschießt, der Grenzen überwindet und sich um Regeln ein bisschen ignoriert. Take-out ist einfach, nur weil ich im Museum war, bin ich noch nicht kreativ. Das heißt, das Ganze, was wir gemacht haben, muss man irgendwie nochmal befeuern oder so einen Kick geben, damit eben das passiert, was wir eigentlich wollen, dass eigentlich Kreativität stattfindet. Da hat es den Umbruch verhauen. Das, mich als Art Director stört das nicht. Wie geht Kreativität, ist dann die Frage. Und da gibt es ganz viele schlaue Sachen, wo dann implizites Wissen haben wir uns jetzt angeeignet. Wir haben ganz, ganz viel aufgesucht, ganz, ganz viel gelernt. Und der Takeout ist eigentlich, man sollte erstmal das Hirn abschalten. Das heißt eigentlich, das ist der Moment, wenn wir unser Hirn abschalten, in gewisser Art und Weise. Es ist dann der Moment, wo eine gewisse Kreativität stattfinden kann, wo wir die gewohnten Denk Muster verlieren und einfach so entspannt sind. Wir haben dann auch überlegt, wie kann man,
Wie kann man das ein bisschen fördern? Also ihr alle habt wahrscheinlich Methoden, wo ihr wisst, bewusst oder unbewusst, wie ihr kreativ sein könnt. Also manche spielen Klavier so, oder den Spaziergang. Wir müssen es aber irgendwie schaffen, das in die Agentur hineinzubringen. Und wir haben dreieinhalb, also Schnaps, also viele, ihr wisst, Schnaps, das ist wieder der Bogen zum Anfang. Schnaps, nein, es funktioniert nicht, ich habe es auch schon probiert. Schnaps funktioniert nicht. Das ist am Abend immer super, am nächsten Tag nicht mehr. Wir haben drei andere Sachen ausprobiert. Fast Walk. Wir haben unsere, soll ich gerade sagen, wir wohnen an der Limmat, das stimmt nicht, die Agentur ist an der Limmat, es fühlt sich manchmal so an wie wohnen. Wir wohnen in der Nähe von der ZHDK, recht nah an der Limmat. Und es gibt so eine Technik, die heißt Fast Walk. Da geht man zu zweit auf einen Spaziergang und setzt sich ein Thema und muss aber ganz schnell laufen. Also nicht rennen, aber zügig laufen. Und der eine erzählt dem anderen während dem Laufen seine Gedanken zu dem Thema und der andere schreibt alles auf. Durch das, dass man so in so einen G-Monotonität reinkommt und der andere nichts sagt und man selber reden muss, kommen Sachen raus, wo man vielleicht, wenn man da sitzt und darüber nachdenkt, nicht rauskommen. Bleistiftspitzen, das habe ich irgendwo mal gelesen, auch, das ist tatsächlich so. Bleistiftspitzen gibt Menschen, denen dort das die Kreativität fördern. Wir haben das probiert, wo wir unser Rebranding gemacht haben, haben wir ganz viele Bleistifte gekriegt. Also hunderte bunte Bleistifte. Und die waren alle nicht angespitzt. Das heißt, wir haben die ganze Agentur zusammengenommen zum Bleistiftspitzen. Es war sehr lustig, wir haben auch Pizza bestellt, aber es ist nicht kreativ. Also das können wir da eigentlich wieder rausstreichen. Das hat nicht funktioniert. Zeitdruck ist aber etwas, wo auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß, wir hören das eigentlich alle nicht sehr gern, weil wir sagen, das braucht Zeit, bis so eine Idee entstanden ist. Und das stimmt auch oft. Was wir machen zum Thema Zeitdruck sind Sprints am Abend. Das heißt, wir machen ein Briefing. Das geben wir dann an die ganze Agentur, auch da wieder der Collision-Gedanke, dass jeder da dran mitschaffen kann. Wir haben jetzt diese Woche am Mittwoch ein Briefing gemacht für Audi. Dann kommt die ganze Agentur, also nie die ganze Agentur, aber wir sind nämlich so 40 Leute und dann ist auch wieder aus allen Bereichen und dann hat man wirklich nur am nächsten Tag, nicht 24 Stunden Zeit, das Briefing so mal so zu verinnerlichen, sich ein bisschen Inspiration zu holen und dann hat man vom 6 bis um 10 Uhr Zeit, Ideen zu machen zu dem Thema und die um 9:30 zu präsentieren, auf Post-its. Und da entstehen eigentlich nicht immer, aber ganz oft extrem spannende Sachen. Die sind dann oft noch nicht ausgereift, die Männer noch nicht ausgereift sind. Das soll ganz rudimentär sein, aber es sind oft Dinge dabei, durch das, dass auch da wieder Leute aus Technologie, aus der Beratung, aus der Kreation zusammenarbeiten, die oft ganz, ganz inspirierend sind. Und ein Beispiel, wo auch in so einem Coworking zwischen Technologie und Kreation und Programmierer und so weiter entstanden ist für Mikro. Das heißt Iced Tea Beats. Jetzt wird es ganz spannend, wir haben nämlich nicht getestet, ob es Ton hat. Genau, wir werden es gleich. Ich erzähle lieber schon mal im Vorfeld etwas davon, wenn der Ton nicht geht. Das ist ein Projekt, das wir für Mikro gemacht haben. Mikro ist zu uns gekommen mit einem Briefing und gesagt, ja, wir müssen irgendwie ein neues Iced Tea machen. Wir können ja die Leute fragen auf einer Postkarte, soll er angrüßen, was sie gerne für einen Geschmack haben und dann soll sie die Post. Sollen sie uns das schicken? Das haben wir jetzt nicht so spannend gefunden. Vor allem, weil die Zielgruppe Jugendliche zwischen 14 und 21 waren. Postkarte. Aha. Okay. Also reframe the brief. Wir haben das dann gemacht und glücklicherweise ist der Kunde sehr angetan von dem und hat es dann mit uns umgesetzt. Es war ein horrender Aufwand auch, weil wir das auch noch nie gemacht haben. Wir haben gedacht, ja, jetzt geht schon. Geht, aber nicht so einfach. Ist auch ein spannender Case, ist für die Mikro sehr erfolgreich gewesen, ist jetzt auch gerade Shortlist beim EFI, Shortlist beim Best of Swiss Web, Cross Media Award, Shortlist und nochmal irgendwo. Wir hoffen natürlich, dass da noch mehr drauf sind. Jetzt probiere ich, ob ich das zum Laufen bringe. Ich bin ganz aufgeregt. Nein! Muss man schauen, ob ich da irgendwas drucken muss? Die Mikro gehört den Leuten. Ja. Ist das egal.
Wie können wir Ihnen vermitteln, dass bei der Migros alle mitmischen dürfen? Indem wir Sie mitmischen lassen. Und zwar den neuen Geschmack Ihres Lieblingsproduktes, des Migros Eistees. Wie aber kann man Eistee-Geschmack digitalisieren und Social Media tauglich machen? Indem man ihn in Musik übersetzt. Denn Musik und Geschmackswahrnehmung sind nachweislich eng verknüpft. Migros präsentiert Eistee Beats. Zuerst hat der Produzent Samuel Kmür die Geschmacksnoten von 5 Basistees und mehr als 30 Zutaten in entsprechende Beats und Melodien übersetzt. In Zusammenarbeit mit Videokünstlern haben wir zudem zu jeder Zutat mehrere Motion-Design-Elemente entwickelt, in einem für die Migros mutigen neuen Look. Alle Sound- und Videoelemente waren untereinander endlos kombinierbar. Jetzt konnte jeder seinen eigenen Eistee-Geschmack mixen. Auf Knopfdruck wurde aus den einzelnen Ton- und Videospuren ein individuelles Musikvideo erstellt, jedes davon ein Unikat. Dafür haben wir einen speziellen Algorithmus programmiert, der auch exakt auf die Beats schneiden konnte. Die jungen Eistee-Fans generierten 70.000 Unikate im Social-Media-tauglichen Hochformat und übertrafen damit die Zielsetzung der Migros um 600%. Das viele Mixen hat richtig Lust auf Eistee gemacht. Der Umsatz stieg im Aktionszeitraum um 7%. Welcher neue Mix es ins Verkaufsregal schafft, entscheiden die Eistee-Liebhaber noch dieses Jahr. Der neue Migros Eistee. 70.000 Mal mixed by the Lüt. Inzwischen gibt es das übrigens schon im Regal, also das ist nochmal abgedrückt. Ich weiß gar nicht, was gewonnen hat. Ich glaube, Kiwi Melone oder sowas hat gewonnen. Und es verkauft sich wirklich gut. Also wir haben wirklich verrückte Sachen gehabt, wie Brokkoli und Zeugs und Sachen, aber Kiwi Melone. Also da ist man doch nicht so crazy. Danke.